Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung und hallo Sven. Guten Tag, hallo, servus, grüezi. Es ist wieder soweit. Das Quartal nähert sich seinem Ende, beziehungsweise müsste jetzt rum sein, wenn ihr dieses Video seht. Und damit ist wieder Zeit für unseren kleinen Mini-Rückblick auf das vergangene Quartal mit unseren Tops und Flops, ja, im Brettspielbereich haben wir jetzt schon ein bisschen die kleine Tradition etabliert. Ich glaube, es ist unsere dritte Folge im letzten Quartal zu 21 haben wir angefangen. Erstes Quartal zu 22, jetzt dritte Folge. Ja, ich bin schon ganz gespannt, weil wir uns vorher tatsächlich nicht verraten. Gut, ich habe die eine Sache verraten, aber wir verraten uns nicht. Ich habe mir sagen lassen, ihr hasst es, wenn ich meinen Blick von Sven wende, deswegen werde ich jetzt wie ein... Also, aber bitte verzeiht mir, das Ding ist, da wo ich hingucke, da ist Sven für mich nicht, da ist einfach nur die Kamera und Sven sitzt irgendwie über dem... Also ich kenne das, man guckt Sven auf irgendwas... Sven sitzt 600 Kilometer entfernt. Naja, aber das ist eine gute Übung. Man schaut, man fixiert irgendwas, versucht aber das zu erkennen, was man nicht anguckt. Wir sehen uns eigentlich auch gar nicht auf Video, du guckst einfach 600 Kilometer in Richtung. Ja, also ich werde mich bemühen, meinen Blick nicht so stark abschweifen zu lassen. Und, ich habe es ein bisschen einfacher. Ich muss mich auch ein bisschen da versuchen, weil du bist bei mir. Ich müsste eigentlich so gucken, um dich zu sehen. Aber die Kamera ist halt vorne weg. Also das ist nicht ganz so schwer. Ich nehme dich zumindest auch aus dem Augenwinkel wahr. Ja, bevor es losgeht, noch mal kurz der Hinweis in eigener Sache. Einfach, weil wir natürlich hoffen, dass wir die Sache noch über die Ziellinie schaukeln. Aktuell läuft unser Kickstarter zum zweiten Reprint. Fiese Freunde, fette Feten. Jetzt, wo ich es gerade aufnehme, ist gerade mal, glaube ich, sind jetzt die ersten 5 Tage rum. Das erste Ergebnis ist besser fast, als ich erwartet habe. Ich war aber auch eher pessimistisch, muss ich sagen. Und ich wollte nur sagen, wir haben ja jetzt auch nochmal Gas gegeben und nochmal wirklich die Kampagne nochmal ein bisschen erweitert. Und natürlich hoffen wir, dass am Ende genug Leute zusammenkommen, dass wir wirklich das Ziel, das hochgesteckte Ziel zugegebenermaßen erreichen und es wirklich möglich ist, es nochmal zurückzubringen. Hast du auch einen fiese Freunde, Sven, oder muss ich dir dann auch noch mal eins schicken? Nee, ich habe halt, aber ich bin jetzt schwer enttäuscht, dass ich nicht als Figur dabei bin. Ich finde, es fehlt einfach eine Figur mit Hut. Ja, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Das ist so, hier werden on the fly neue Ideen, neue Stretch Goals rausgerufen. Ja. Na, da können wir mal drüber reden. Ja, also auf jeden Fall, aber das nur nochmal als Hinweis, weil das Video viel geguckt wird und die Kampagne läuft noch bis zum Mittwoch nach der BerlinCon. Ich glaube, das ist dann der 20.07. Nur mal nochmal zur Erinnerung, weil es ist sicherlich die letzte Chance, dass wir fiese Freunde nochmal unter die Druckpresse kriegen. Und wäre natürlich toll, wenn es klappt. Ich hatte eine hervorragende, eine so witzige Partie fiese Freunde auf der Boardgame Cruise. Ja, wirklich, ich hab's auch noch dazu. Es war schon sehr spät. Wir haben einiges Flüssiges verzehrt und es war sehr lustig. Ja, das ist genau die richtige Geschichte erlebt. Ja, das ist aber auch genau das richtige Setting für so ein Spiel. Ja. Ne? So ein bisschen mit fremden Leuten und ein bisschen lustige Stimmung. Perfekt. So, aber jetzt genug der Vorrede. Wir fangen an. Wir haben es gemacht, habe ich mit dir den Vortritt gelassen, glaube ich, oder? Oder umgekehrt? Ich weiß es nicht. Nee, diesmal musst du mir den Vortritt lassen. Du musst mir den Vortritt lassen, weil ich habe nämlich einen außer Konkurrenz, wo noch nicht mal der erste Platz vergeben ist. Ich habe nämlich 6 Spiele, aber nur weil ich es erwähnen muss, deswegen da fange ich an. Nämlich einfach nur, um dir recht zu geben. Ne? Letztes Mal in der Top-Liste hattest du es nämlich schon gespielt, weil du das Englische hattest und ich hatte mein Deutsches noch nicht und du hattest gesagt, ich weiß genau, du wirst es auch toll finden. Ja. Und ich wollte dir natürlich nur recht geben, natürlich, wir haben es ja auch rezensiert, die Erweiterung von Dune macht es noch besser. Ich würde es nie wieder ohne spielen. Sehr cool auch, dass sie ja das ausgemerzt haben, diese etwas overpowerte Strategie, sich gleich diesen Worker freischalten zu können. Das ist nicht mehr so einfach. Genau, das ist wirklich super und ich kann nur sagen, ich war ja jetzt auch letztes Wochenende auf dem Tag der Brettspielkritik und am Spieleabend haben wir Dune Rise of X gespielt und ich habe Guido Heinecke, Ex-Tricktrack, jetzt Geschäftsführer, schön abgezockt. Das war eine schöne Partie. Gut. So muss das. Aber wie gesagt, da du ja das schon drin hattest in der Liste, habe ich es jetzt quasi nicht in meine auch noch gepackt, aber ich wollte es nur erwähnt wissen, natürlich ist mir klar, dass das ein super Spiel ist.
Jetzt darfst du aber anfangen mit deinem ersten Platz. So, ich fange einfach mal an. Ich mache mal das, was du, glaube ich, im allerersten gemacht hast. Ich cheate jetzt mal ein bisschen. Ach, jetzt schon wieder cheaten. Ja, ja, du darfst cheaten. Ja, darf ich. Weil, nein, also eigentlich ist es ja in dem Sinne kein Cheaten. Ich habe es leider nicht mehr hier. Ich muss das weiterschicken, denn es ist ein Spiel, was gerade noch auf Kickstarter läuft. Beziehungsweise doch Kickstarter läuft. Man muss inzwischen überlegen, Kickstarter, Gamefound und jetzt... Ja, ja, ja. Jetzt wird es so kompliziert, genau. Es kommt ein drittes noch dazu. Kit fängt ja jetzt auch an. Ja, Und das ist Septima. Ich schicke euch da mal ein paar Screenshots rüber. Das ist das neue Spiel von den Mindclash-Machern, die man ja auch kennt von Anachrony. Perseverance wurde kürzlich ausgeliefert. Das großartige Tricarion. Und das Septima schickt sich jetzt an zu sagen, es soll so das zugänglichste Mindclash-Spiel sein. Weil es sind ja schon ziemlich gebrocken, muss man sagen. Und das funktioniert auch ganz gut. Und trotzdem kann man es aber auch noch deutlich mehr komplexer machen, weil es verschiedene Module hat. Worum geht es? Es geht, das Thema Hexen ist allgegenwärtig. Und wir spielen einen Hexenorden und die große Septima, das ist so die Obermufti-Hexe, die will irgendwann die sagt am Ende des Jahres, dankt sie ab und sie möchte gerne ihre Nachfolgerin haben. So. Und wir müssen versuchen, Weisheit zu sammeln. Und dann haben wir eben diese wunderschöne Map, alles wieder in diesem typischen Mindclash-Stil, wie man es halt auch von Anachrony und sowas kennt. Cool. Ganz, ganz toll. Und wir haben ein Aktionskartendeck und dieses Aktionskartendeck legt immer unsere Aktionen fest. Und wir können verschiedene Sachen machen. Wir können Ressourcen sammeln und das Spiel ist da super thematisch. Also wirklich überall mit den Ressourcen. Es gibt verschiedene innerhalb einer Runde Mondphasen und nur gewisse Ressourcen kann man in diesen Mondphasen sammeln. Also nur da, wo der Mond gerade steht. Das heißt, ich muss auch gucken, wie ich mich auf der Map platziere mit meiner Hexe, um da zu sein, wo es diese Ressourcen, die jetzt in der Mondphase sind, überhaupt, wie man die bekommt. Ich kann Bürger heilen, das gibt mir auch wiederum Punkte und ich komme auf einer Leiste nach vorne. Ich kann aber auch, und auch das ist ein zentraler Punkt, es spielt so irgendwo, ohne dass es so genannt wird, so 17. 18. Jahrhundert. Hexen sind natürlich nicht gerne gesehen und es wird am Ende einer Runde, wenn ein Jahr vorbei ist, wird immer so eine Art, wie nennt man das? So eine Hexenverfolgung Art, oder was? Ja, Hexenverfolgung. Aber eine Hexe wird immer angeklagt. Die wird auf jeden Fall immer angeklagt. Hexenprozess. Es kann aber auch sein, dass unsere Hexen auf der Map, wenn wir nicht vorsichtig sind, weil wir haben eine Art Suspicion, das ist so wie verdächtig wir uns behandeln. Und das ist nämlich auch ganz nett. Wir spielen unsere Handkarte mit den Aktionen, spielen wir ja verdeckt. Wenn zwei Spieler oder mehr oder Spielerin dieselbe Karte spielen, dann ist die Karte stärker. Dann hat die noch eine Sonderfunktion, aber sie sorgt auch dafür, dass unsere Aufmerksamkeit, dass die bei den Hexenjägern steigt, weil wir verdächtiger sind und dann steigen die hoch. Und das dadurch kann es passieren, dass unsere Hexe eingecasht wird und auch die in so einem Hexenprozess landet, die uns Sonderfähigkeiten gibt. Und da haben wir dann freundliche Bürger, die Pro-Hexe sind. Die können wir dann über unsere Miepel ins Spiel bringen. Es gibt so Wutbürger quasi, die uns einfach nur brennen sehen wollen, wobei das Spiel ja auch nett ist und sagt, Hexen, die dann verurteilt werden, die werden nicht verbrannt, die werden verbannt. Also da wurde einfach das R wurde einfach weggemacht. Ja, ja, ja. Und auch da müssen wir halt mehr friedliche Bürger reinbringen. Dann werden alle in einen Beutel geworfen und dann werden die per Zufall rausgezogen. Ich könnte jetzt noch ewig erzählen. Ich merke schon, aber es hört sich super an. Ich habe auch schon Gutes über das Spiel gehört und gesehen. Also und, es ist super. Schaut gerne mal bei mir bei Brettballett vorbei. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, wo ich und Cat in einem ziemlich dummen Kostüm zu sehen sind. also allein das ist es schon wert. Da erkläre ich es nochmal. Ich bin Mindclash-Fan. Ich mag Tricarion, ich mag Anachrony. Das Septima ist für mich fantastisch. Es ist wirklich so ein gutes Spiel. Bevor wieder gefragt wird, ich habe keinen Cent dafür bekommen, dass ich den Prototyp getestet habe. Ich habe einfach Bock drauf gehabt, weil ich großer Fan von den Mindclash-Sachen bin. Und ich bin wirklich begeistert, wer Mindclash mag, wer auch sowas wie Tricarion mag. Es ist wirklich zugänglicher als die anderen und trotzdem aber noch komplex genug, auch mit den Modulen. Also ihr könnt euch darauf freuen, der Kickstarter läuft, glaube ich, noch 2 Wochen. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video kommt natürlich, aber... Ja. Ich glaube, knapp wird es knapp passen. Nee, wirklich cool. Vor allem natürlich das Thema finde ich sehr, sehr cool. Allerdings kurz die Gegenfrage, Perseverance, schon gespielt? Nee, leider nicht. Also ich habe meine Box aufgemacht, wollte sie sortieren, habe sie danach zugemacht und habe gedacht, ich brauche mehr Alkohol. Ja, so ging es mir auch. Unsere Box ist auch noch
Nummer aufgemacht. Naja, aber ich wollte, hättest du mir vielleicht erleichtert, ob ich das jetzt noch, aber mal gucken. Also ich habe schon gut. Ich weiß von vielen, die es gespielt haben und sehr gefeiert haben. Ich hoffe da ein bisschen noch auf den Thomas von Better Board Games, der schon gespielt hat, ob es der erstmal mal erklären kann. Ja, ich habe auch schon mal andere Sachen, noch andere Sachen gehört, aber mal gucken. Okay. Ich bin gespannt. Ich hätte jetzt aber anderes Thema. Ja, sehr gut. Also Kickstarter, klar. Ich hoffe, es ist gerade noch rechtzeitig das Video, dann könnt ihr vielleicht dann noch einsteigen. So, bei mir geht's jetzt los. Auf Platz 5 habe ich ein, glaube ich, etwas ungewöhnliches Spiel. Oh, interessant. Dass ich das hier jetzt zu meinen Besten zähle. Und ich sage euch gleich warum. Und zwar die Schlacht von Runedar, hier von Ludo Nova bei Pegasus, sag ich schon, Asmodee, jetzt deutsch rausgekommen. Und es ist ein Tower-Defense-Spiel. Mhm. Und ich muss vorausschicken, ich mag keine Tower-Defense-Spiele. Ja? Castle Panic und sowas, da kannst du mich mit jagen. Ja? Also ich bin zwar so reflektiert, dass ich auch verstehen kann, dass man das auch gut findet, dass man das auch mögen kann, aber generell bin ich bei Tower Defense eigentlich raus. Das ist irgendwie mir zu, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es mir zu technisch oft und zu viel. Ja, und irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Aber, und deswegen hat es Schlacht von Runedar für mich so ein bisschen geschafft in die besondere Liste hier. Die Schlacht von Runedar ist ein Tower-Defense-Spiel, das mir gefällt, in dem ich viel Spaß habe. Ja? Und das liegt vor allem daran, dass es so schön thematisch ist, weil, oder dass auch die ganze Geschichte irgendwie schön thematisch ist. Wir sind nämlich so Zwerge, die in so einer Festung sind. Wir haben da unser ganzes Gold versteckt, ja. Und jetzt wird diese Festung von allen Seiten von so gierigen Goblins angegriffen, die uns unser Gold klauen wollen, ja. Und immer wenn ein Goblin sozusagen durchkommt, in die Mitte von unserer Festung, also nachher spielerisch reinkommt, dann klaut er da ein Gold raus. Wenn da irgendwann kein Gold mehr drin ist, dann haben wir verloren. Dann haben die unser ganzes Gold weggenommen. Und wir müssen jetzt, das Problem ist, wir sind belagert von allen Seiten. Das heißt, wir können nicht abhauen. Und deswegen müssen wir uns halt verteidigen, dass sie nicht das Gold kriegen. Und parallel müssen wir einen Tunnel graben, um mit dem Gold dann zu entkommen. Ja, und das heißt also, wir sind ständig auch so ein bisschen in der grundlegenden, das ist natürlich kooperativ, in der grundlegenden Dilemma, graben wir lieber mehr, ja, weil wenn wir nicht, das ist, also die Goblins werden auch immer stärker, ne? Das heißt, wir müssen graben, aber wir müssen natürlich auch permanent verteidigen, weil sonst ist das Gold weg, ja. Also allein schon das ist, finde ich, spielerisch, taktisch, kooperativ gar nicht so ohne, ist gut balanciert. Sie auch Building-Aspekte? Genau, und es hat Deckbuilding-Aspekte, genau, das ist das Zweite. Es hat einen sehr schönen Deckbuilding-Mechanismus, bei dem wir Karten, unsere Aktionskarten haben, die wir sozusagen, wo wir unser Deck aufwerten können. Und was hier sehr schön ist, sind zwei schöne Sachen. Zum einen ist es so, es ist recht simpel gehalten. Es ist nämlich so, dass immer wenn du dir eine neue Karte ins Deck holst, geht automatisch eine alte weg. Das heißt, du kannst nicht dein Deck verstopfen oder zu groß bauen oder so. Und du hast immer dein schlankes Deck und dadurch ist natürlich aber auch jede Karte sehr wertvoll. Und, ne, sehr. Und das Problem ist auch hier, das Deck erweitern kostet auch Zeit. Wir müssen nämlich Ressourcen sammeln und die dann, und es gibt halt sehr starke Karten, gibt unterschiedliche Stärken und wir müssen uns halt überlegen, okay, wollen wir wirklich wenige gute Karten oder haben wir überhaupt die Zeit, die uns zu holen, oder müssen wir nicht mehr graben, ja? Also das sind auch wieder so eine Abwägungssache, ne? Oder holen wir uns lieber nicht nur so ein paar mittelgute Karten und dann alles graben und fertig so, ne? Also, und dann gibt's halt auch Karten, die sind sehr stark im Kampf oder sehr stark im Graben. Da ist auch eine Überlegung, So, wie balancieren wir das, ne? Sind wir jetzt, es bringt uns auch nichts, wenn wir mega stark im Kämpfen sind, weil irgendwann ist hier Zeit auch vorbei, so, ne? Also, das sind so mehrere Sachen, die cool sind und dazu kommt noch, dass es halt einfach Spaß bringt. Ist so fast so ein bisschen so ein Item-Hunt, würde ich das nennen, ja, so wie man es so bei Computerspielen kennt. Du willst halt gerne, ah geil, ich möchte jetzt gerne den Katapult haben, weil dann, wenn ich dann auf dem Dings stehe, dann kann ich da so richtig ab, dann kann ich diese Goblins so richtig platt machen, wenn die da erscheinen, oder ich möchte hier die geile Schaufel haben, dann kann ich noch, also da ist fast schon auch so ein bisschen so ein kleiner, so ein bisschen so ein Loot-Mechanismus fast schon drin, finde ich, ja. Dazu kommt ein echt schönes Material, du hast wirklich die richtige Burg und alles, und das alles zusammengenommen führt dazu, dass, obwohl ich Tower Defense Spiel nicht mag, ich Schlacht von Runedar echt gut finde. Es ist natürlich kein wirklich super komplexes Spiel, es ist eher ein Familienspiel, plus vielleicht, ja, also kann man auch mit den Kindern zusammen hier schön verteidigen. Hat mich halt überrascht, weil ich aber gar nichts erwartet. Ich dachte, oh nee, Tower Defense, oh nee, und oh.
und oh nee und so, ne? Und dann war ich wirklich überrascht, ja, positiv. Ja. Ich finde es spannend, dass du es mit drin hast, weil ich habe es auch, ich habe es auf der Spiel, habe ich es mitgenommen und habe dann ein paar Reviews zur ersten Meinung gelesen, die alle gar nicht so positiv waren. Und dann hat Spaß gemacht. So ein bisschen die Lust verhagelt, es selber zu spielen, aber ich glaube, ich soll es mir dann doch nochmal angucken. Also ich glaube, was, wo vielleicht der negative Vibe herkommt, es ist halt wirklich kein Expertenspiel, ja? Es ist wirklich auf einer einfachen Schiene. Was mir aber eher positiv ist, weil wie gesagt, da ich halt auch in Tower Defense Spielen auch nicht mag, ist, dass es mir teilweise einfach zu langwierig, zu langweilig ist, ja. Und hier geht's halt zack, zack. Also das Spiel geht halt auch nicht so lang, weil du diesen festen Timer drin hast, ne? Also ich weiß nicht, was sagen sie hier, steht hier, genau, 60 bis 90 Minuten, ne? Das ist halt auch kein überlanges Spiel und es ist ja von Rainer Knizia, ne? Also es ist auch wieder so. Ja, absolut, ja. Ne? Also, die Mechanik, die läuft halt. Ne? Die ist halt nicht langwierig irgendwie verklausuliert oder sonst was. Die läuft halt durch und irgendwer hat sich halt dieses etwas verrückte Thema drumherum ausgedacht. Und also ich bin wirklich überrascht gewesen, aber ich muss schon sagen, das ist eben schon immer noch ein spezielles Spiel. Ne? Tower Defense, kooperativ, so Familienniveau. Das, da muss man schon reinpassen, sag ich mal. Ja. Aber wer wäre das gut für den? Ne? Kann ich das tatsächlich empfehlen? Okay, interessant. Ja, ich glaube, da gucke ich doch mal rein, weil ich fand es von der Optik her und der Aufmachung, weil man hat ja auch so diese bisschen 3D-Burg, sah schon sehr cool aus. Ich fand es wirklich super. Ja, ja, okay. Sehr, sehr cool. So, wunderbar. Dann komme ich jetzt mal dazu und ich glaube, das kennst du auch schon. Ich glaube, ich habe es bei euch auf dem Kanal auch schon gesehen. Get on board. So, hat mich sehr, sehr überrascht. Es ist eine Art Flip and Ride, wenn man so möchte. Mhm. Ist jetzt auch auf Deutsch erschienen bei Hoch, glaube ich, müsste das sein. Der Yellow erscheint ja eigentlich so gut wie immer bei Hoch. Und wir haben zwei Maps drauf. Für 2 bis 3 Spieler haben wir die New York Map und für 4 bis 5 haben wir die London Map. Mhm. Und im Endeffekt ist es so, wir haben unser Bogen. Das ist ganz cool. Jeder Bogen ist oben auch anders mit den Strecken. Und es werden halt Karten aufgedeckt mit einer Nummer drauf. Und dann guckt man halt bei seinem Bogen oben drauf. Und das gibt an, was für eine Strecke man legt. Und Ziel ist es halt, wir sind halt so eine Art Busgesellschaft oder ich weiß nicht, Touris oder whatever. Mhm. Und wir wollen halt Touristen einsammeln. Wir wollen auch Geschäftsleute einsammeln oder Studenten. Und die wollen wir eben dann auf dieser Map, wollen wir die da hinbringen. Und das mit den besten Verbindungen. Weil wenn wir einen so einen Ort erreichen, müssen wir scoren. Das heißt, wenn wir ganz blöd bauen und wir erreichen eine Uni und haben keinen einzigen Studenten an Bord, ja, schade Marmelade, ist halt nicht. Und was ich hier so gelungen finde, und das kannte ich bisher noch nicht bei solchen Flip- oder Roll-and-Ride-Spielen, dass wir gemeinsam auf einer Karte spielen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Jeder hat zwar seinen eigenen Bogen, den er ausfüllt, aber wir spielen halt gemeinsam auf dieser einen Karte. Und das ist aber auch so clever gelöst, dass es halt, wir können zwar unsere Strecken auch da bauen, wo andere Spieler sind, dann erzeugen wir aber Traffic, also so eine Art Stau. Und da gibt es Minuspunkte dafür. Das heißt, ich muss dann auch so ein bisschen abwägen, okay, nehme ich jetzt die Minuspunkte, komme aber dahin, wo ich hin will, oder ist mir das dann doch zu teuer? Und es wird immer voller und voller und voller. Und das ist so ein cleveres, cooles Spiel, wie man wirklich punktet. Jede Partie fühlt sich irgendwie anders an, weil auch dadurch, dass die Kritzelbögen, die wir haben, immer oben anders sind von der Zahlenverteilung, ist das dann auch immer ganz, ganz spannend. So, vielleicht habe ich bei der 4-3 durchgehende Strecken, der andere Mitspieler oder Mitspielerin hat aber eine Kurve oder sowas. Und ich muss aber ja auch genau diese Teile so dann puzzeln. Hat uns total begeistert. Es ist super easy zu lernen, aber kann schon so ein kleiner Brainburner sein, wenn man überlegt, oh Gott, wie mache ich das jetzt, damit ich das? Und man muss wirklich versuchen, da hart zu optimieren, was selten so klappt, wie man sich das vorstellt. Ja, nee, also ich muss auch sagen, Get on Board hat uns sehr gut gefallen. Sehr schönes Spiel. Und ich bin auch in dem Zusammenhang werfe ich dann immer auch gerne nochmal dieses voll verplant mit rein, von Schmidt, glaube ich, mit den U-Bahnen, wo auch diese, das ist zwar anders, aber es hat auch sehr, ist auch ein sehr cleveres Strecken. Ist schon sehr abstrakt, finde ich. Ja, ein bisschen abstrakter, aber finde ich auch sehr clever, aber Get on Board definitiv so mit diesem Plan und das ist halt alles so ein bisschen thematischer und schöner und natürlich mit diesem Staumechanismus ist super. Ja, ja, sehr schön, nee, ist gekauft. Ja. So, mein Platz 4. Da muss ich nochmal ganz in den Anfang des Quartals springen, aber es gehört in das Quartal. Und ich werde vielleicht auch ein bisschen haurig, weil es wieder so komplett Familie ist, aber so komplett
aber es ist Framework. Und ich muss es einfach hier nochmal bringen. Wurde ja auch von der Jury Spiel des Jahres so gar nicht erwähnt. Und ich finde, es ist ein Fehler, weil es ist einfach das Beste dieser Spiele von Uwe Rosenberg. Es ist besser. Da habe ich wieder von vielen gehört, die sagen, es ist das Schlechteste. Ich finde das ja gar nicht am besten. Nein. Das ist auch eine Vielspielerperspektive. Na gut, ich bin auch ein Vielspieler, aber ich sehe das hier natürlich vor allem auch als Familienspieler. Ne? Und als Familienspiel mit Kindern, mit Oma und Opa, mit so, ja, da ist Sagani nicht besser. Ja? Mhm. Also Sagani ist vielleicht etwas tiefgründiger, was die Mechanik angeht, aber auch nur oberflächlich. Letztlich ist es trotzdem das Gleiche. Ja? Und hier kommt die Komplexität eben auch während des Spiels, wird sie immer größer. Ne? Also Framework ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man mit Reduktion auf das absolut Wesentliche, ja, am Ende das beste Spiel hat. Ich meine, die hauptsächliche Vergleichssache ist natürlich Nova Luna, aber da ist einfach so, wenn du die beiden Spiele ineinander hältst, dann muss man einfach letztlich festhalten, das, was Nova Luna noch mehr hat, ist vollkommen unnötig fürs eigentliche Spiel. Hier hast du einfach dieses super einfache Ding, dass du einfach nur was aus dem Sack greifst und fertig, ja, und du konzentrierst dich wirklich auf das Puzzle, was vor dir liegt, und das ist einfach super, während du bei Nova Luna ja noch dieses mit dem Patchwork-Mechanismus, wenn du hinten bist, bist du dran und doppelt und dreifach, das interessiert alles letztlich am Ende gar nicht, und bei Sagani hast du halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, du hast so ein bisschen Flavor drumrum. Das ist auch für Gamer, ich kann auch verstehen, dass das Gamer toll finden und dass sie sagen, oh, das fehlt, ich glaube, auch das Hübscheste, finde ich. Ja, ich kann verstehen, dass die Leute sagen, dass sie das besser finden und sagen, hör, das ist mir hier zu abstrakt, das ist ja gar nichts, das ist ja nur das. Aber das ist halt die Reduktion auf das Wesentliche. Und ich kann nur sagen, wenn ich mit der Familie oder sonst wie, wenn ich so ein Spiel spiele, dann spiele ich das hier, weil dann habe ich das in einer Minute erklärt und die Spieltiefe ist halt genau gleich. Ja, okay, dazu hat es halt einfach, diese wunderbar, ganz simple, klare Illustration. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich es hier nochmal auch hier anbringe, weil ich weiß, dass es so ein bisschen übergangen wird und übersehen wird und so ein bisschen geringgeschätzt wird. Ja? Ja. Und ich hier einfach nochmal eine Lanze brechen will. Nicht für Leute, die Nova Luna oder Sagani schon haben. Das ist auch unser Fazit gewesen. Die Leute, die diese Spiele schon besitzen, brauchen kein Framework. Aber wer noch keines von diesen Spielen hat und so ein Plättchenlegespiel haben will und wirklich Wert legt auf schnell, einfach, simpel, schlicht, ja, schlichte Einfalt, edle Größe, kann ich dazu nur sagen, ja, dem würde ich halt Framework empfehlen, weil es aus meiner Sicht halt einfach die Essenz des Ganzen ist. Ja, so viel dazu. Interessant. Ja, ne? Genau. So, ich bin heute mal für mich sehr ungewöhnlich unterwegs. Ach, ungewöhnlich. Denn, ja, doch. Ja, wobei zwei harte Kracher habe ich noch. Aber bei mir wird es jetzt ein bisschen komplexer, keine Sorge. Das waren jetzt zwei Familiensachen. Ja, ich bin nachdem ich noch bei Get on Board bei im Endeffekt so eine Art, na, wie nennt man sowas halt, Streckenbauspiel bin. Kommt jetzt das nächste Streckenbauspiel. Und zwar Guild of Merchant Explorers von AEG, von einem Autor. Kennst du den eigentlich? Der ist bestimmt bekannt, aber ich habe mir einfach wieder nur den Namen nicht gemerkt, oder? Ich bin ja furchtbar schlecht drin. Na, das eine ist doch Bradley Gilbert, oder nicht? Ja. Genau, den kennt man natürlich. Der hat schon vieles gemacht. Ja, ich und Namen. Ja, was hat er denn noch gemacht? Ach, das Ding ist, ich habe das witzigerweise bei der Rezension, die wir schon gedreht haben, nachgeguckt und ich konnte. Okay. Die hatten mehrere Sachen schon gemacht, aber die sind alle nicht so super bekannt. Und also super, wo du sagst, ah, das Spiel ist ja erst gewesen. Aber. Okay. Ah doch, jetzt weiß ich wieder. Das bekannteste ist Elysium. Ah, okay. Gutes Ding, meiner Meinung nach underrated. Ja. Ich mag das absolut. Gerne. Das war super damals, ja. Ja. Genau, also Guild of the Merchant Explorers. Fluff Story ist, wir sind irgendwelche Kartografen vom König losgeschickt, der mal wieder sein Land vermessen haben möchte, weil er nicht mehr weiß, wo er seine Heunadel hingelegt hat. Und wir haben hier vier verschiedene Karten im Spiel. Jeder spielt aber einmal mit derselben Karte. Wir haben einen Fixpunkt, wo wir starten. Und dann haben wir halt, wir spielen über vier Runden. Und im Endeffekt
Endeffekt werden jede Runde dieselben, was waren es, 4 oder 5 Karten aufgedeckt, entweder Berge, entweder Ebene oder Steppe. Und da müssen wir dann eben mit diesen Holzklötzchen, müssen wir dann im Endeffekt so eine aneinanderfolgende Straße bauen. So, und da haben wir dann die Möglichkeit, dass wir halt, wenn wir ein zusammenhängendes Gebiet, zum Beispiel Ebene, voll haben, dann dürfen wir da ein Dorf platzieren. Das gibt uns Siegpunkte. So, wir können aber auch Ruinen erforschen, wenn wir die erreichen. Und der Clou ist, wenn eine Runde rum ist, werden aber wieder alle Plättchen oder alle diese Steine abgebaut und wir müssen quasi wieder neu bauen. Haben wir aber schon Dörfer gebaut, dann können wir auch wieder von da starten. Also man muss das schon clever planen, dass man diese Gebiete voll macht, damit man nächstes Mal nicht wieder vom Anfang startet. Und was es auch noch Cooles gibt, es kommt jede Runde, kriegt man halt eine Karte, die besonders stark ist. Und die wird aber auch getriggert durch eine Sonderkarte, wo man dann die Rundenzahl drauf hat. Und dadurch werden die dann halt getriggert und jede Runde aufs Neue. Das heißt, der eigene Kartenstack oder der allgemeine Kartenstack, der wächst halt von Runde zu Runde. Wird in der ersten Runde werden noch 5 Karten oder 6 aufgedeckt, womit man bauen kann. Es ist dann in der zweiten Runde immer eine mehr, in der dritte nochmal eine mehr. Und in der vierte hat man den Vorteil, dass man eine der vorherigen zweimal spielen darf. Und dadurch, man denkt sich am Anfang so, hast du schon gespielt? Ich sag mal nichts dazu. Red mal weiter. Okay. Man denkt sich am Anfang, denkt man sich so, holy, wie soll ich das schaffen, die ganze Karte irgendwie aufzudecken? Das wirkt so komplett unmöglich. Und dann merkt man aber irgendwann, dadurch, dass das immer stärker wird, die Aktion, ach, das geht ja doch noch irgendwie. Und das Spiel hat ein paar Punkte, wo ich sage, ja, da hat es für mich Schwächen. A, ich finde, die Materialqualität ist echt nicht geil. Also einfach nur diese viereckigen Cubes zu platzieren, ist so, hm. Und es ist sehr, sehr, sehr solitär. Also man hat im Endeffekt gar nichts mit dem anderen zu tun. Und trotzdem finde ich aber, es macht total Spaß, weil das ist auch so ein Spiel, das kann man abends um 9 Uhr, wenn das Kind im Bett ist und es hier in Brei ist, kann man das noch auspacken und kann sagen, komm, da spielen wir jetzt noch eine Runde schnell die Guild of Merchants Explorer runter. Und ich mag es total gerne, weil, wie gesagt, auch mit den anderen Karten kommt halt auch nochmal so ein Wiederspielreiz. Die werden auch immer komplexer, wie man was erreichen muss. Die Gebiete sind schwerer abzuschließen. Ich bin total begeistert von dem Ding. Und das ist eigentlich ähnlich, wie das bei dir am Anfang war. Ist das eigentlich gar nicht meine Art von Spiel. Aber ich mag es total gerne. Sehr schön. Also ich glaube, ich muss da gar nicht viel dazu sagen, außer dass ich dir zustimme. So viel dazu. Ich komme erstmal mit meinem. Platz 3 bin ich jetzt. Und ich mache etwas auch, was so ein bisschen nicht so viel wurde drüber geredet. Aber mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich sollte auch nochmal hier von Melli schöne Grüße sagen. Das ist ihr Spiel des Quartals auf jeden Fall. Und ja, zwar ich habe es gesehen, ihr habt schon sehr gefeiert in der Rezension. Carnegie von Xavier George hier. Artwork Iron O'Toole macht normalerweise Lacerda-Spiele. Und auch hier, das, wenn man darauf achtet, sieht man, das ist auch dieser schöne Stil hier. Wirklich toll. Bei Pegasus rausgekommen, ein Expertenspiel. Und es ist tatsächlich, ja, das einzige richtige Expertenspiel in meiner Top. Das heißt, aus meiner Sicht, das beste richtige Brecher-Expertenspiel des Quartals. Okay, das zweite Quartal ist meistens nicht das stärkste Expertige-Euro-Quartal. Das sind dann die Quartale hinten raus mehr. Aber umso mehr muss man sollte man es halt nicht übersehen, weil es wird wahrscheinlich dann von der Flut an Experten-Euros, die wir dann wieder in Essen haben, komplett in Vergessenheit geraten. Deswegen ist es wichtig, dass man es nochmal hervorhebt, weil es ist ein wirklich tolles Spiel. Es ist halt, wir spielen eben, es ist ein Industrie, mit einem Industriethema. Carnegie, ein großer Industrieller in Amerika. Ich dachte zuerst, hat das was mit Musik zu tun? Weil du kennst ja vielleicht Carnegie Hall in New York, die große Konzertsaal. Aber das liegt daran, dass Carnegie so ein extremer Wohltäter war. Aber er war eigentlich ein Großindustrieller. Ja? Und witzigerweise wird es hier aber auch, das wird hier auch abgebildet, weil man kann hier auch dann Wohltaten machen in allen möglichen sozialen Bereichen und kriegt dafür dann auch Siegpunkte. Der eigentliche Gag an dem Spiel ist aber, was auf dem Tableau passiert. Und zwar bauen wir da wie so unsere eigene Büroetage, würde ich mal sagen, und müssen dann über Worker-Movement unsere Arbeiter, also wie unsere Angestellten, in die verschiedenen Büros platzieren, um da, damit die dann da drin arbeiten und Aktionen für uns auslösen. Und das Problem ist, dass wir halt auch dass je nachdem, wie wir das bauen, brauchen die dann halt auch länger, wenn die Büros sozusagen weiter weg vom Eingang liegen, dann brauchen die da länger, brauchen mehr Bewegungspunkte, bis sie dort sind und so weiter. Und da gibt es noch ein paar mehr wirklich sehr, sehr schöne Engine-Builder-Mechaniken drin. Und es ist halt einfach, es ist ein Quinet-Games-Titel ursprünglich, jetzt eben Deutsch Pegasus.
es ist wirklich für Leute, die so Wirtschaftsthemen geil finden, also Engine-Builder-Sachen geil finden, Tableau-Building und so, ist es ja wirklich genau einen Blick wert. Ja? Und ich würde auch sagen, wenn du dich erinnerst, hier letztes Jahr waren wir so ein bisschen, du noch mehr als ich, aber so Corrosion hat ja auch nicht so richtig gut funktioniert, so ja, so als Industriespiel. Und ich würde sagen, also mir hat es besser gefallen als dir, aber ich sehe auch die Probleme bei Corrosion. Carnegie ist sozusagen wirklich so ein bisschen das bessere Corrosion. Ja, also es ist schon anders, ja, es hat ein anderes Thema und auch andere Mechaniken, aber es hat halt auch so, also vom viel, ne? Es ist halt auch so Hardcore-Wirtschaft, Maschine, Fabrik, Büro, eigentlich ist es wie eine Fabrik, also es ist mehr wie so eine Maschine, die wir da bauen. Wirklich ein Blick wert für alle Euro-Hardcore-Leute, solltet ihr nicht übersehen. Sehr gut. Ich habe es noch hier liegen, aber ich habe es noch nicht gespielt. Also bin ich aber auch sehr, sehr interessiert dran, das hoffentlich bald auf den Tisch zu kriegen. Sehr schön, sehr schön. So, dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt einen Titel, der tatsächlich ein bisschen älter ist, aber ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gespielt und deshalb bringe ich ihn auch hier rein. Es sei dir verziehen. Ausnahmsweise, ne? Ja, weil ich aber einfach begeistert bin. Naja, komm hier, deine Rune da ist ja auch schon ein bisschen älter. Deine Rune, ja, aber das kam erst jetzt deutsch bei uns an. Dieses, also vielleicht haben die uns sehr spätes geschickt, aber das ist, glaube ich, ja, das Spiel selber ist schon älter, aber deutsch ist es jetzt quasi aktuell, so wie ich das weiß. Okay. Aber ja, du hast recht, natürlich. So, meins ist Energy Empire Manhattan Project. Okay. Sagt dir das was? Nee, das habe ich noch nie gespielt, tatsächlich. Das habe ich jetzt auch erst zum ersten Mal gespielt. Es ist ein Worker-Placement-Titel mit einem sehr makaberen Thema durchaus, denn wir sind Energiekonzerne. Und ja, möchten halt das meiste Geld machen. Dabei können wir entweder halt auf grüne Energie setzen, was eigentlich auch gut ist, denn das gibt uns durchaus auch mehr Siegpunkte. Was aber so schön und idealistisch klingt, funktioniert leider im Spiel nicht immer, denn es gibt eben auch Kohleenergie, es gibt Atomenergie. Und wir müssen halt unsere Worker clever platzieren, um uns A, eine Engine aufzubauen, B, weitere Würfel zu draften. Das ist auch ein bisschen gemein, denn wenn wir zum Beispiel Kohle oder Atomwürfel bekommen, die geben uns die meiste Energie, weil mit je mehr Energie wir in die nächste Runde gehen, umso mehr Möglichkeiten haben wir auf dem Brett. Haben aber auch den Nachteil, dass wir dadurch mehr Umweltverschmutzung generieren, womit wir unser Board zubauen, weil wir haben halt da drei Ebenen. Wir haben Wasser, wir haben Wald und wir haben Luft. Und das können wir halt alles verschmutzen. So, dann kriegen wir aber auch weniger Siegpunkte. Also das Spiel belohnt uns jetzt in dem Sinne nur semi dafür, wenn wir halt jetzt die ganze Rotze in die Luft blasen. So. Und es wird halt, man spielt über 6 Runden. Die ersten 3 Runden kommen noch positive Ereigniskarten und die letzte 3 Runde sind Ereigniskarten, die uns alle negativ betreffen und das tut richtig weh. Und auch hier ist das Spiel ganz clever, denn diese Karten werden erst ab einem gewissen Grad der Verschmutzung immer getriggert. Das heißt, wenn andere Spieler dann plötzlich anfangen, irgendwie ihren Mist in die Luft zu blasen, schlagen alle anderen Spieler die Hände über den Kopf zusammen und sagen, nein, lass das doch nicht jetzt schon um Himmels Willen, weil dadurch halt auch im Zweifel alles plötzlich zusammenbrechen kann, woran man gerade schon gebaut hat. Es hat auch so Worker-Platziermechanismus. Ich kann überall auch hin, wo andere Spieler schon sind, muss aber immer dann einen Worker mehr bezahlen. Und dadurch entsteht so ein Hauen und Stechen, weil man hat am Anfang auch noch nicht so viele Worker. Das Thema ist durchaus makaber, muss man sagen, weil wie gesagt, es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sagt so, holy moly, ach komm hier, die Erde ist eh am Arsch hier, ich blase die Atomenergie raus. Aber mechanisch funktioniert das sehr, sehr gut. Und es hat etwas, was ich an Worker-Placement-Spielen immer sehr schätze, es hat einen sehr coolen Grad an Interaktion. Weil man genau mit den anderen immer buhlt und dann, ich will jetzt nicht sagen, dass es semi-kooperativ ist, aber man merkt halt eben auch, das ist realistisch, wir sitzen alle gemeinsam auf einem Planeten und je mehr andere den zerstören, umso mehr leiden auch die anderen darunter, was dann auch nur so semi-geil ist. Aber das Spiel zeigt halt eben auch, ja, das passiert halt. Es funktioniert super. Es macht aber auch vom rein Worker-Platziermechanismus von der ganzen Mechanik macht Spaß. Auch diesen Engine-Building-Aspekt, weil wir können halt diverseste neue Sachen kaufen. Es gibt da 3 Plätze. Die einen sind eher so für finanzielle Sachen. Dann gibt es sowas wie ein Stock-Market und alles. Dann gibt es Industrie, wo wir halt mehr Stahl produzieren können, aber im schlimmsten Fall dadurch auch wieder mehr Umweltverschmutzung. Und es gibt aber auch grüne Energie und grüne Gebäude, die wir holen können, womit wir Wälder reinigen können. Das gibt uns mehr Siegpunkte, ist aber ja leider wie im echten Leben auch teurer, als wenn wir jetzt auf diese ganzen billigen fossilen Stoffe setzen.
Macht aber sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, es ist etwas makaber in vielerlei Punkten. Ich habe es, wie gesagt, jetzt vor 2 Wochen aber erst kennengelernt. Also es ist auch sehr frisch bei mir. Aber ich bin seitdem wirklich so begeistert von dem Ding, dass ich sage, also wer auf interaktive Worker-Placement-Spiele steht, auch mal so ein Auge zudrücken kann, was so ein makaberes Thema angeht, schaut mal, das kriegt man gar nicht mehr so einfach. Aber wenn es irgendwo seht, vielleicht auf dem Berlin-Conflohmarkt. Ja, genau. Da sollen wir übrigens auch nochmal Werbung machen. Ne? Wir sagen immer, das Berlin-Conflohmarkt-Team, ne? Nicht vergessen, eure Anmeldung noch abzuschicken, bevor es zu spät ist, nochmal aussortieren. Ich muss meine Anmeldung auch noch abschicken. Ja, noch ich so auch. Bis Mitte Juli geht's, oder? Bis wann geht das? Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, eine Woche vorher oder sowas. Ja, also ja, das ist jedenfalls nicht einen Tag vorher. Ne? Also muss schon ein bisschen vorfahren, damit wir das alle noch hinkriegen. Ja. Ja, aber es ist wirklich richtig gut. Du hast es auch noch nie gespielt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir müssen nochmal zusammenspielen. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das du sehr, sehr mögen würdest. Cool, sehr schön. Also von daher, Energy Empire für mich Highlight des Quartals. Also eines der. Perfekt. So, jetzt komme ich mal in Platz 2. Jetzt gibt es schon wieder Haue. Nein, es gibt nicht Haue, sondern es gibt Lob. Es gibt Lob für Brazil Imperial, weil es ist nun mal das beste 4X-Spiel auf Kenner-Niveau seit Scythe. Ist einfach so. Sowohl mechanisch als auch von der Materialqualität, die wirklich toll ist. Die Regeln wirklich sehr gut. Es ist halt, es sollte ja eigentlich auch bei Hans im Glück rauskommen. Wurde es ja dann nicht. Es ist ja dann bei der Spieloffensive Giant Rock einfach Spieleschmiede gewesen. Aber man merkt, Hans im Glück ist ja dafür bekannt, dass es sehr gut redaktionell ist. Ich glaube, da steckt schon noch eine Menge Hans im Glück Redaktionsarbeit mit drin. Sie wollten es dann nur noch selber nicht mehr machen. Aber man merkt halt, es ist einfach von der Qualität her wirklich hervorragend und auch das Holzmaterial. Alles super. Und kurz zum Spiel. Es ist halt wirklich, ja, wie gesagt, 4X im Kennerniveau. Das heißt, wir müssen hier halt uns ausbreiten. Es gibt Entdeckung, es gibt alles, was 4X hat, Entwicklung. Aber alles so getimed, dass es nicht unendlich lang geht, nur 100 Minuten Spielzeit für so ein Spiel ist echt nicht viel. Du hast ein sehr gut balanciertes Militärgeschichte, die ist nämlich nicht sehr stark. Die kannst du machen, aber es hat eben nicht diesen Effekt, wie es zum Beispiel bei Clash of Cultures oder bei so anderen Spielen der Fall ist. Du verlierst eine Schlacht, verlierst das Spiel absolut nicht, sondern im Gegenteil, die Militärstrategie, würde ich sagen, ist sogar eher die herausforderndste. Da musst du schon gut spielen und auch Glück haben, dass es klappt. Und natürlich gibt es Haue wegen dem Thema, gab es ja auf vielerlei Hinsicht Haue, aber gerade deswegen wollte ich es hier nochmal hinstellen, weil ich habe natürlich mir jetzt auch inzwischen noch viel mehr Gedanken gemacht zu diesem ganzen Thema. Und ich will es jetzt nicht alles nochmal ausbreiten, das ist eigentlich Thema für mal so eine Podcast-Folge, die ich ja auch mal machen will. Aber ich wollte nochmal sagen, dass natürlich ich auch verstehen kann, dass man dem Thema gegenüber skeptisch sein kann. Ich kann sogar verstehen, total verstehen, zu 100% verstehen, warum Hans im Glück letztlich entschieden hat, das Spiel nicht zu machen. Mhm. Weil als Verlag, als großer deutscher Verlag, brauchst du diese Diskussion nicht. Ja? Selbst wenn du Argumente hättest dafür oder dagegen, wie auch immer, du willst es nicht. Ja? Warum sollten die das machen? Kann ich total verstehen, dass sie gesagt haben, oh nee, das tun wir uns gar nicht an, das machen wir nicht. Aber ich finde es super, dass das jetzt eben bei Giant Rock noch rausgekommen ist, weil ein genauer Blick hier einfach hilft. Und da will ich nur 2 Punkte nochmal nennen, weswegen es aus meiner Sicht, die ich nämlich in der Rezension nicht genannt habe, da bin ich jetzt nochmal ein bisschen schlauer geworden. Zum einen der Titel, der ist total irreführend im Deutschen. Ich hätte den echt geändert, weil, was denkst du denn, wenn du Brazil Imperial hörst? Wie würdest du das versetzen? Dass es natürlich um den Imperialismus geht. Ja, genau. Und es stimmt absolut nicht. Ja, ja. Brasil Imperial heißt nicht imperialistisches Brasilien, sondern es heißt Kaiserreich Brasilien. Mhm. Das ist ein Spiel über eine bestimmte historische Epoche, nämlich das Kaiserreich Brasilien, das nach der portugiesischen Kolonialzeit stattfindet. Das ist also der erste unabhängige brasilianische Staat. Kann man so ein bisschen vergleichen, so, ja, das ist zur Zeit so Napoleon, deutsches erstes Kaiserreich, so 1800 ungefähr. Ja? Und das ist eine, also das ist schon mal irreführend. Und das Zweite, das ist natürlich das Wichtigste, weil, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gesehen, diese sehr gute Doku im Hessischen Rundfunk, die ja auch ein ganze, wo ich auch mitgewirkt habe, wo es ja eine ganze Abteilung gab über so schwierige Themen, auch Kolonialismus-Themen. Und da gab es ja, kam ja auch dieser eine, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber das ist der, dieser Experte, der das studiert, dieser, ist kein richtiger Brettspieler, sondern der ist zu Wort gekommen, der das wirklich
erforscht im Rahmen seiner Universitätstätigkeit. Und der hat einen sehr guten Satz gesagt, wonach er selber beurteilt, ob ein Spiel eben dafür zu kritisieren ist oder ob es in Ordnung ist, dass auch schwierige Themen behandelt werden. Und er sagt, das Wichtigste ist, dass das Spiel selber bzw. die Macher klar beantworten können, warum sie ein schwieriges Thema überhaupt anfassen. Mhm. Ja? Und es eben nicht so ist, dass du einfach nur eine coole Mechanik hast und dann kommt irgendwer auf die Idee, ach komm, lass uns das doch in Südamerika zur Kolonialzeit spielen, weil es ja so nett ist, ja, und weil es alles schön aussieht und wir da die mit den Ressourcen das alles gut machen können. So, ja? Mhm. Sondern es muss halt, wenn du so ein Thema machst, halt eine klare Intention dahinter stecken. Und das ist hier der Fall, weil es ist ein brasilianischer Autor, der dezidiert ein Spiel machen wollte über den ersten über die Unabhängigkeit Brasiliens von den Deutschen wollte ich schon sagen, von den europäischen Kolonialmächten, muss man auch immer sagen. Das ist die Unabhängigkeit gegenüber den europäischen Kolonialmächten, die hier letztlich spielerisch verarbeitet werden soll. Das natürlich das postkoloniale Brasilien, nenne ich es mal, ja, ohne diese koloniale Vorgeschichte nicht denkbar ist und dass das alles mitschwingt und dass es das auch Konflikte innerhalb des Landes. Ist alles so. Aber, und dass es auch Aspekte gibt, wo man trotzdem diskutieren muss darüber. Und ich finde aber halt, viele Dinge hat er hier halt gut gemacht, weil er nämlich eben bewusst auch diese Inklusion halt hier lebt, dass er eben sagt, ja, und Teil dieses unabhängigen Brasiliens sind auch die Indigenen. Natürlich wurden die von den Kolonialisten, von den Europäern unterdrückt, ermordet, was weiß ich, das ist gar keine Frage. Und es stimmt auch, das Spiel arbeitet das nicht auf. Es ist kein Spiel über die Kolonialismusphase, die irgendwie aufarbeiten soll oder so. Das ist es halt einfach nicht, sondern es ist ein eher positivistisches Spiel, ja, sozusagen über die Unabhängigkeit Brasiliens. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist nicht mein Ding und so weiter, aber darum geht es mir ja nicht. Mir geht es darum, dass es ein sehr gutes Spiel ist, unabhängig vom Thema, und dass ich der Meinung bin, der Autor kann diese entscheidende Frage, warum fasst er dieses schwierige Thema an, klar beantworten. Und weil er selber auch noch Brasilianer ist, können wir uns aus der europäischen Perspektive auch nicht hinstellen und sagen, nee, das wissen wir jetzt aber besser. Ja, das, was du da gemacht hast über dein eigenes Land, das ist alles nicht richtig. Das, finde ich, geht nicht. Und in dem Sinne, also wenn man über das Thema reden will, das ist aber auch eigentlich nur positiv, lernt man was über Brasilien und natürlich kann man darüber diskutieren und da gibt es sicherlich auch Punkte, wo man sagen könnte, ja, finde ich gut, aber finde ich absolut legitimer Punkt. Mir fehlt die kritische Aufarbeitung der Kolonialismus-Vorgeschichte. Das muss ich sagen, stimmt. Das ist im Spiel nicht enthalten. Naja, aber ich wollte es einfach nochmal hier hinstellen, weil es auch eine kleine Kontroverse darüber gab. Und weil ich einfach finde, dass gerade weil auch bei mir auf dem Kanal, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich jetzt verstärkt auch Spiele kritisiere wegen dem Thema. Ja, ich bin da empfindlicher geworden. Ne? Also Stichwort Stroganoff zum Beispiel und andere. Ich bin da empfindlicher geworden und ich kritisiere heftiger. Aber da steckt auch eine große Gefahr drin, nämlich dass plötzlich keine kritischen und guten historischen Themen mehr behandelt werden. Und das ist absolut nicht meine Intention. Ich möchte nicht, dass Zwinker-Zwinker plötzlich jedes Spiel im Weltraum spielt. Das möchte ich nicht. Das wäre eine schwache Verarmung. Klar. Und deswegen möchte ich aber auch, dass wenn Spiele solche Themen anfassen man kann Gründe finden, warum das richtig und gut gemacht ist mit Bewusstsein gemacht ist, dann sollte man sie auch verteidigen und nicht auch noch die auch noch verdammen. Das wäre gefährlich, weil dann haben wir bald nur noch Weltraumspiele. Punkt. Davon bin ich aber auf jeden Fall bei dir, dass Brasil mechanisch und spielerisch wirklich sehr, sehr gut ist. Also ich mag es auch sehr gerne. Ja, ja. Und du musst dich dazu nicht äußern, Sven. Hat jeder seine eigene Meinung. Ja? Nee, du hast dich mit dem Thema auch viel, viel mehr auseinandergesetzt, als ich das habe. Genau. Von daher, ich bin aber auf jeden Fall bei dir. Ich möchte auch nicht nur Weltraumspiele haben, weil wir anfangen, alles zu verdammen. Ich habe gestern irgendwo einen Kommentar gelesen zum Kinderspiel des Jahres. Oh, warum wird das Kinderspiel? Es sind ja nur männliche Zauberlehrlinge. Ja, aber ganz ehrlich, Sven, da muss ich leider zustimmen. Da muss ich leider zustimmen. Ja. Das haben wir auch. Ich wollte es doch kurz vorher, weil du mit Hexen da, aber da muss ich leider zustimmen. Und zwar, schau dir gerne mal die Rezension an. Ich habe eine kleine Tochter und die hat es negativ bemerkt. Und ich sag dir auch warum. Das Problem ist nicht, dass es Hexen sind, sondern wie die Hexen dargestellt sind. Das sind die menschenfressenden, bösen Hexen aus Hänsel und Gretel. Also ich muss sagen, das ist schon ein bisschen schwierig. Und es gibt, man hätte es leicht besser machen können.
Also ich muss sagen, ganz kurz, weil das ist ein Thema für sich, ich bin ja auch Vater einer Tochter und ich, was ich gesagt habe, ich finde es gar nicht so schlimm, dass die Hexen so sind, wie die sind. Das sind für mich so diese typischen Oz-Hexen, wo ich sage, okay, ich finde es aber, und genau da ist nämlich der Punkt, wo ich auch sage, ich habe eine Tochter, meine Tochter sieht das Spiel und sagt, warum sind denn hier keine Mädchen, die ich spielen kann? Ja, das sage ich auch, ja, warum? Warum? Die Frage stelle ich auch. Und weißt du was? Was meine Lösung war, dass ich, kann ich mal, und das hätte man leicht machen können. Man hätte einfach sagen können, man hätte die Hexen auch cool als junge, cool aussehende Hexen, wo sich die Mädchen auch gerne als Halloween verkleiden machen können. Man hätte einfach noch genauso viel Hexen wie Zauberlearning ins reinnehmen können. Weil, und dann hätte man einfach sagen können, sucht es euch aus. Wollt ihr mit den Hexen spielen gegen die Jungs oder die Jungs gegen die Mädchen? Und dann hätte das alles funktioniert. Und man hätte auch nicht, weil es wäre jetzt, ich verstehe, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir haben Zauberlehrlinge und weibliche Zauberlehrlinge, dann hätten sie eine Figur komplett, also eine Plastikfigur extra machen müssen, ja, das wäre sehr viel teurer gewesen. Das kann ich verstehen, dass sie das nicht gemacht haben. Aber einfach nur, aber was mich halt stört, ist, dass diese Hexe wirklich, ganz ehrlich, die ist halt ungefiltert, die Brüder Grimms Hexe. Und die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Tut mir leid, kommentiert. Und ich finde, da, okay, da hat vielleicht ein bisschen der Verlag gepennt, ja, ist jetzt auch keine Todsünde, finde ich, ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde, da hat dann auch die Jury gepennt ein bisschen, weil die Kinder, zumal die Jury in einem Podcast auch drüber gesprochen hat und es kritisiert hat, im Spiel des Jahres Podcast 25 oder so, haben sie es sogar kritisiert. Also ich sag mal so, ich glaube, das ist mein Gefühl, meine Kinder hatten ja auch richtig Spaß mit dem Spiel, abgesehen von der Diskussion mit meiner Tochter danach, ja, ich glaube, die vergeben das sehr auch, wie die Kinder selber das, wie viel Spaß sie in den Kindern sehen. Aber da sage ich ganz ehrlich, in dem Punkt, keinem 5-Jährigen oder 6-Jährigen kannst du zumuten, dass er diese unterschwellige Botschaft, dass die Mädchen die bösen Hexen sind und die Jungs sind die guten Zauberlehrlinge, dass die das wahrnehmen oder artikulieren. Ja, absolut, natürlich. Das nehmen die unterbewusst wahr. Und da hätte ich gesagt, dass die Jury eigentlich sagen muss, ja, die Kinder haben total Spaß damit, aber das dieses Spiel empfehlen wir jetzt nicht jeder Familie in Deutschland als Weihnachtsgeschenk. Das hätte ich, muss ich ehrlich gesagt, finde ich nicht richtig. Weißt du, was meine Lösung für eine perfekte Diversität war? Ich habe die Zauberlehrlinge-Figur genommen, habe der Hälfte Lippenstift aufgemalt und habe gesagt, das sind die. Das ist natürlich auch. So geht es natürlich auch, ja. Nee, aber das ist dann ein anderes Thema. Wir sind wieder abgeschweift. Aber ja, ein wichtiges Thema. Aber da, um es nochmal zu sagen, ne, also genau das ist der Punkt. Die Themen werden wichtiger. Die werden wichtiger, ohne dass es mir darum geht oder dir sicherlich niemand. Wir wollen die Spiele nicht canceln. Wir wollen auch nicht, dass sie irgendwie. Nee, aber man muss drüber reden. Wir wollen einfach nur, dass ein bisschen mehr Awareness, jetzt bin ich schon auch im Denglisch, nein, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr sehen, ja, ein bisschen mehr mitdenken. Und es reicht schon. Man muss hier nicht irgendwie einen auf super direkt machen, sondern einfach nur ein bisschen die Themen sehen und was damit machen. Naja, aber wir gehen hier sehr lange, aber es ist natürlich auch eine spannende Diskussion. Du darfst weitermachen. Mit deinem Platz 1, oder? Ja, weil ich habe auch nur noch einen Spiel. Mit deinem Platz 1 und das ist ein Brecher im wahrsten Sinne des Wortes. Auch, weil ich hier erstmal auch muss. Okay. Das Cycle. So, das neue Spiel von den Chip Theory-Machern, die man ja unter anderem eben von Too Many Bones kennt, das ja auf Deutsch bei Frosted erscheinen wird. Und Burn Cycle ist in so einer dystopischen Zukunft. Menschen waren vernichtet, Maschinen haben die Welt übernommen, Maschinen haben DNA gefunden, bauen die Menschen wieder nach, Menschen übernehmen wieder die Welt. Und ja, und im Endeffekt ist es eine Art Dungeon Crawler. Es ist aber wieder so typisch Chip Theory Games. Es gibt wieder geile Würfel und diese Pokerchips dabei. Und wir sind so Roboter, die in so Konzerngebäude einbrechen und Missionen übernehmen müssen. So ein bisschen Cyberpunk Shadowrun-Flair. Und ich mag so ein Setting, weil es ist hier nicht so, wie man es von vielen Dungeon-Crawlern kennt. Ich schnetzel mich hier durch, ich klopp mich hier durch. Kämpfen ist hier schwierig und selten mit Erfolg verbunden. Wir müssen uns hier wirklich durchsneaken. Wir haben diese Wachen, die haben so ihre vorgegebenen Routen, die immer laufen. Wir können aber diverse Hacking-Prozesse starten. Wir können uns in irgendwelche Räume reinhacken und können da neuen Loot finden. Wir können versuchen, irgendwelche Protokolle zu umgehen. Haben immer diverse Missionen, wie irgendwie finde jemand, bring jemand raus, finde Daten. Und ja, wie gesagt, das ist für mich sowas, wie ich es halt von Shadowrun oder so Cyberpunk-Rollenspielen kenne.
das bringt diese Atmosphäre hier sehr, sehr geil rüber. Es ist im Endeffekt ein Dungeon Crawler mit aber auch Puzzeln im Kopf. Wie löse ich jetzt diese Ebene am besten, ohne entdeckt zu werden? Wenn ich entdeckt werde, ist das Spiel auch nicht sofort vorbei, sondern ich kann versuchen, zwar zu kämpfen, das endet meist eher schlecht, aber ich kann dann noch abhauen, kann versuchen, irgendwie den Alarm nochmal zu hacken, dass der ausgeht. Dann haben wir so kleine Minispiele fürs Hacking. Ich mag sowas. Das Spiel hat leider, es braucht echt Einarbeitungszeit, weil es hat viele kleine Mechaniken, die man auch mal übersieht. Aber wenn man da drin ist, dann macht es so einen Spaß. Das ist fantastisch und das ist für mich mal ein Dungeon Crawler der anderen Art. Voll kooperativ ist es. Aber es macht Spaß, wie gesagt. Cooles Thema. Mal wieder auch saugeile Materialien, wie man das von Chip Theory einfach kennt. Hat mich total abgeholt und enorm begeistert. Cool, sehr schön. Nee, das haben, muss ich sagen, das besitzen wir leider auch nicht. Ja. Kommt auf die Liste. Sehr schön. So, mein Platz 1, jetzt darfst du raten. Ich habe so eine Ahnung. Hat es mit der Gilde und Merchants zu tun? Aha. Ja, schon. Da sind wir uns mal einig. Also ja. Ob jetzt Platz 1 oder 3 ist jetzt auch alles. Ja, ich meine, das gut. Ranking ist eh so ein bisschen für die Katz, wisst ihr auch. Ja. Und deswegen habe ich auch schön geschwiegen, als du alles gesprochen hast, weil natürlich, spult nochmal zurück, oder ihr habt es ja schon gehört, was Sven Positives zu dem Spiel gesagt hat. Und ich kann mehr oder weniger allem zustimmen. Ich wollte nochmal kurz was herausheben, nur weil das für mich so der wirkliche Kicker an dem Spiel ist, halt wirklich diese Mechanik mit diesen Besonderfähigkeiten. Und ich wollte es nochmal ein bisschen auf den Punkt bringen, weil was daran halt so wirklich geil ist, ist die Asymmetrie, die dadurch entsteht. Weil natürlich jeder Spieler andere Spezialfähigkeiten hat. Und was ich einen richtig coolen Kniff, einen einfachen, aber so geilen strategischen Kniff finde, ist, dass du ja deine erste Karte, die du kriegst, die ist ja die wichtigste, weil du weißt, dass sie noch dreimal kommt. Genau, absolut. Und diese Karte wird deine ganze Strategie beeinflussen, die du auf dem restlichen Spiel spielst. Weil wenn du zum Beispiel deine erste, weil ihr müsst euch vorstellen, die normalen Karten sind so, ja, mach mal ein Feld oder zwei. Und diese starken Karten, die können sowas sein wie, mach mal fünf Felder oder sechs, je nachdem, bestimmte Voraussetzungen, wie auch immer. Aber die sind wirklich dreimal so stark wie normale Karten oder viermal, je nachdem, wie du sie einsetzt. Und das heißt, diese Entscheidung, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Karte hole, die mich mega stark auf dem Wasser macht, dann heißt das, dass ich asymmetrisch eine Wassermacht geworden bin für das Rest vom Spiel, ja? Und das ist halt wirklich faszinierend, weil du natürlich dann dadurch echt deine Strategie anpassen musst. Du, je nachdem, wie du dich da entscheidest, was du auf dem Angebot bekommst, du hast ja nur, ne, du kriegst ja, und das macht wirklich Spaß. Ich gebe dir recht, es ist natürlich sehr solitär, ja. Aber das sind natürlich fast alle Roll and Rides, ne? Oder und es macht mir in dem Spiel nichts, was mir einfach so Spaß macht. Und das, was ich ja auch sagte, du denkst am Anfang, wie soll ich bis zum anderen Ende der Map kommen? Und du siehst aber, es baut sich immer mehr auf. Ja, nee, also das muss man wirklich sagen, hat mich auch überrascht, weil ich auch dachte, ach, das ist doch sicherlich nur so, warum ist denn das diese Schachtel so groß, ist ein bisschen aufgeblasen, ja, so. Ja. Und ja, aber es ist eben quasi kein Blender, weil eben dadurch, dass da diese mechanischen wirkliche Quantensprünge drin sind, hat es auch die große Schachtel verdient, finde ich. Also es hat einfach diesen richtigen, dieses amtliche Größe, auch wenn man das theoretisch in kleiner Schachtel hätte unterbringen können, wobei die Maps sind halt relativ groß, ist auch schön, dass die so sind, ja. Das ist, also von daher finde ich auch, ist ich wirklich ein Highlight. Ich beug mich mal weit aus dem Fenster und sag, das ist für mich, wenn es jetzt auch, bisher weiß ich gar nicht, ob es schon irgendeinen deutschen Verlag gibt. Ich weiß es, ich kann es hier sagen, Skellig wird es machen. Skellig, okay, sehr schön, verdientermaßen. Ja. Das ist so ein Spiel, wo ich mich jetzt aus dem Fenster beug und sag, das ist Kategorie Cascadia, das kriegt nächstes Jahr Nominierung. Ja, das wäre definitiv berechtigt und verdient. Ja. Da gebe ich dir absolut recht. Ist natürlich ein bisschen heikel, dass es jetzt, aber gut, Skellig bringt es ja erst, die gucken ja dann auf die Deutsche, also von daher passt es vielleicht auch vom Timing her. So, ja, also das heißt, ja, gut, das ist schöne Sachen, also das ist dein letzter Nummer 1, die bin ich natürlich, da bin ich raus, weil ich das noch gar nicht habe, muss ich mal gucken, wie ich das mir irgendwie mal besorgen kann. Ja, jetzt haben wir natürlich auch noch Flops, wobei ich glaube, bevor wir loslegen, Flop ist ja immer so ein Thema, euch interessiert es auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, ich war ja jetzt beim Tag der Brettspielkritik und da haben wir auch viel über das Thema geredet, Kritik auf YouTube und so weiter, und das ist wirklich interessant, weil ja auch da waren viele andere YouTuber, auch wir haben uns darüber ausgetauscht und man muss einfach festhalten, dass auch wenn uns gerade mir auch auf dem Kanal oft vorgeworfen wurde, dass wir zu wenig kritisch sind und so weiter, letztlich
mögen die Leute keine Kritik auf YouTube so richtig gerne. Weil meistens... Ich wollte ja vor Ort sein, ich habe es leider beruflich nicht geschafft. Ja. Ich sehe es ein bisschen anders. Also die Verlage mögen keine Kritik, weil das ist schlecht für den Verkauf. Was ich bei mir auf dem Kanal, Brettballett, bitte folgen. Ja. Was ich bei mir auf dem Kanal immer wieder sage und sehe, natürlich gibt es auch Kritik, wenn berechtigt. Aber ich meine, vielleicht ist es bei mir auch nochmal ein bisschen anders als bei dir. Dadurch, dass ja mein Kanal zu 100% Hobby ist, ich selektiere da schon ganz klar die Spiele aus, wo ich weiß, die gefallen mir zu hoher Wahrscheinlichkeit, gefallen mir die eh nicht. Also spiele ich die dann auch erst gar nicht. Weil ich sag, wir machen natürlich viel mehr, viel breiter, mehr oder weniger alles versuchen. Und dadurch ist es schon, dass ich schon mal ausselektiere, nicht weil ich sage, ich will nicht kritisch sein. Ich bin kritisch, wenn es angebracht ist. Aber ich sage halt, okay, ich weiß jetzt, wenn das, weiß ich nicht, das ist ein Spiel mit Echtzeitfaktor. Ich hasse Echtzeit. Ich lasse es weg. Also oder ein Spiel, wo ich sage, nee, das ist jetzt eh so ein Ding, das kommt überall schon schlecht weg. Es interessiert mich vielleicht eh auch nicht so sehr. Dann lasse ich es, weil ich mir denke, es ist mein Hobby. Die Zeit verbringe ich damit gar nicht. Da kann ich lieber was spielen, wo ich Bock drauf habe. Ja, alles klar. Naja, das ist soweit die Vorrede. Du hast gesagt, du hast nur einen Flop. Willst du zuerst? Zwei. Nee, dann lass mich anfangen. Mein erster Flop ist auch nur ganz klein und geht schnell. Und einfach Kritik. Den hätte ich auch mit reinnehmen können. Legends. Wir brauchen da auch gar nicht lange drüber reden. Wir haben tatsächlich ein Video online, ein Let's Play, glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist schon, ich habe schon verdrängt. Es ist einfach nur wichtig, weil eben Kryptid so eine starke Marke ist und auch so beliebt ist und auch so ein gutes Spiel ist. Ja, will ich einfach noch mal kurz davor warnen, dass man nicht Gefahr läuft, aus wo Kryptid draufsteht, einfach blind zuschlägen, weil Urban Legends ist einfach ein sehr abstraktes Zweierspiel, was einfach keinen Spaß bringt. Ja, was einfach keinen Spaß bringt, wo du echt denkst, so Würfelschubseritis und am Ende weißt du gar nicht, was los war. Genau, und übrigens auch da kann man sagen, Skellig hat sich überlegt, ob sie es machen und sie haben sich dagegen entschieden und wir finden... Leider nicht durchgefallen. Braucht ihr nicht. Viel mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. So. Ja, daher. Leider. Ich habe mich darauf gefreut und habe gedacht, wow, ein Kryptid 2. Nein. Naja, gut. So, ich habe auch eins, das habe ich aber nicht hier, das habe ich auch schon wieder weggehauen. Und zwar ist das von den Kollegen von Game Factory und das ist Road Trip Europa. Hast du es gespielt? Nein, sag dir das was. Das ist im Endeffekt eine Art Draft and Ride. Wir haben im Endeffekt, wir reisen durch Europa. Wir haben halt verschiedene Karten von den einzelnen Ländern. Und wir wollen die immer wieder haben. Die haben verschiedene Faktoren, wie. Doch, ich glaube, das haben wir gespielt. Ich erinnere mich grob. Das fand ich auch nicht gut. Ja, dass man halt irgendwie gewisse Karten hat. Ja, ich erinnere mich. Diverse verschiedene Essenssachen, also so kulinarische Sachen. Verschiedene Reisesachen wie mit dem Boot oder mit dem Fahrrad und das draftet man dann und dann hakt man sich diese Länder ab und dann draftet man wieder und vielleicht kriegt man die doppelt. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist richtig schlecht. Ach, meine Frau, die gute Cat, kommt kurz und bringt mein Stromkabel, weil mein Akku ist fast leer. Ja. Das ist kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, es ist im klassischen Sinne richtig schlecht, aber ich habe nach einer Partie habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche es nicht mehr spielen. Ich habe jetzt alles von dem Spiel gesehen. Wir haben das gemacht. Ja, wir haben das gemacht und ich hab das wieder vergessen, dass wir das gemacht haben. Ja, siehst du, so, genau so. Was war das? Und und jetzt erinnere ich mich, was du so erzählst. Ja, es ist wirklich ein Spiel, wo du denkst, da bleibt nichts hängen, so, ne? Es ist so ein bisschen. Ja, genau, richtig. Du hast es einmal gespielt, denkst du, ja, es war so okayisch und denkst aber danach, ja, eigentlich brauche ich es jetzt nicht normal spielen, weil ich alles davon gesehen habe. Ja. So, also ist bei uns dann doch durchgefallen und fliegt raus. Und das fliegt jetzt rein, damit ich schon. So. Jetzt gibt's noch mal richtig Kloppe. Oh, für mich. Ich habe eine Ahnung. Jetzt gibt's noch mal richtig Kloppe, aber natürlich muss ich das jetzt hier noch mal anbringen. The Great Wall. Rezension noch nicht so lang draußen. Kam nicht gut an. Das Spiel nicht bei uns und die Rezension nicht bei euch. Nee. Ich habe schon gar nicht gespielt. Ich weiß, dass sehr viele Leute es gut finden. Deshalb bin ich sehr überrascht, dass das unter deinen Flops ist. Kannst aber selber nicht beurteilen. Also. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Also ich habe natürlich, was heißt ausholen? Aber man muss es natürlich einordnen, ne? Also damals im feudalen Japan.
Ja, also, es ist so, wir haben das Spiel gespielt, es ist ein Ex-Kickstarter, es ist ja sogar der Reprint jetzt nochmal auf Gamefront gewesen, ja, nochmal. Ah. Und natürlich ist es immer so ein bisschen heikel, das haben wir so, da gebe ich auch zu, wir haben ein bisschen den Fehler gemacht, wir hätten das vorher nochmal ein bisschen scannen sollen, wie die Stimmungslage zu dem Spiel ist, einfach nur, um sie zu erwähnen, ja, weil Fakt ist, ja, uns gefiel das Spiel nicht, steht da nach wie vor auch dazu, aber es ist Fakt, dass es sehr viel gute Kritiken zu dem Spiel gibt, die allerdings, muss man sagen, alle zur Kickstarter-Zeit entstanden sind und natürlich auch mit dem Kickstarter-Ding gemacht wurden. Ja? Okay. Und gerade viele amerikanische Rezensionen und so weiter. Auch auf BoardGameGeek hat es noch eine relativ hohe Bewertung, wobei man sagen muss, es hat die schlechteste Bewertung, glaube ich, von allen Awakened Realms-Titeln. Und generell muss man ja sagen, sind BoardGameGeek-Bewertungen von Crowdfunding-Spielen nicht super aussagekräftig. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja? Gut, aber jetzt ist erstmal so. Natürlich ist es klar, dass ich auch vollkommen verstehen kann, dass wenn man so ein Spiel hat, auch es gebackt hat und es hat und man hat Spaß darin, dass es einen ankotzt, wenn dann sozusagen der Hunter kommt und sagt, das ist ein blödes Spiel. Das verstehe ich auch echt und ich bin da wirklich im Dilemma, weil eine Sache kann ich voll nachvollziehen, ja, ist, ich möchte nicht euch den Spaß verderben, ja? Ich möchte, das ist schrecklich, ne? Du kommst aus dem Kino raus, findest, der Film war geil und dein Date sagt, was ist das für eine Kacke gewesen, so, ja? Und dann findest du, oh, ja, das hast du mir alles kaputt gemacht, so, ja? Ich, Scheißgefühl, ja? Ich will das euch nicht kaputt machen, das ist wirklich mein Ernst, ja? Und deswegen tut mir das auch leid. Also, wenn ihr das Gefühl habt, oh, der hat mich jetzt genervt, weil ich da irgendwie, das tut mir wirklich leid. Ändert leider aber nichts daran, dass ich trotzdem meine Punkte mit dem Spiel habe und dass teilweise ich schon glaube, dass es ein bisschen was mit diesem Retail-Kickstarter-Ding zu tun hat. Weil das, was wir hier haben, ist natürlich die Retail-Version. Wir haben die Retail-Version rezensiert und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Bei Astro, die erschienen, ja, oder? Genau. Unsere Rezension soll natürlich nicht den Kickstarter nachträglich bewerten, sondern den Leuten, die das nicht gebackt haben und jetzt im Laden stehen und überlegen, ob sie 60, 70 Euro für das Ding ausgeben, ob sie das jetzt kaufen sollen. Und da sag ich halt, es gibt bessere Spiele, beziehungsweise das würde ich euch nicht empfehlen, aus mehreren Gründen. Und das ist halt das Problem. Und jetzt nochmal grundsätzlich zu den guten Rezensionen. Ich habe mir das nachträglich dann auch nochmal angeguckt, weil das ist nämlich auch so ein Punkt. Das habe ich auch witzigerweise auch ganz nett mit anderen YouTubern auch auf dem Tag Brettspiel haben wir auch so ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie du das da hältst, aber ich bin inzwischen ja so, dass ich vor meinen Rezensionen möglichst wenig andere Rezensionen angucke. Ja, einfach deswegen, weil ich weiß, dass mich das auch beeinflusst. Ich werde da auch geinfluenced, ja. Und das fällt mir dann schwer, meine eigene Meinung zu bilden, ja. Also es ist auch so, klar, wenn du natürlich dann irgendwie 5 Rezensionen hörst und alle sagen, what is this so an amazing game? Dann dich hinzustellen und sagen, du sollst doch nicht nur Radio gucken. Das ist, ja genau, ich weiß, oh, schrecklich. Das ist eine Rezension davon, das ist wirklich so schrecklich. Egal. Sei es drum. Dann bin ich auch, und deswegen haben wir natürlich ein bisschen unterschätzt, dass er doch natürlich, ich kann auch verstehen, dass manche Leute das gut finden. Aber nochmal kurz zum, ich will einfach nochmal kurz sagen, warum wir das nicht gut fanden. Es ist wirklich so, es hat eklatante Materialmängel. Ich kann total verstehen, dass die ganzen Rezensenten während der Crowdfund-Phase gesagt haben, this material is over the top. Ja, aber die Crowdfunding-Variante ist over the top. Die ist auch doppelt so dick. Da kann man auch zumindest bestimmt, die Basis reintun. Und ich sehe es auch, wenn ich die Bilder sehe mit den Miniaturen, mit den Sachen, dann sieht es auch mal geil aus. Aber die Retail-Version sieht aus wie die eine Hälfte total billig, die andere Hälfte irgendwie komisch. Es passt nicht zusammen, ja. Es ist dann einfach nicht mehr so sonderlich hübsch. Sorry, ist einfach so, ja. Und das Zweite ist halt einfach, dass das Spiel einfach überladen ist. Und da muss ich halt sagen, auch die Rezensionen, die ich gesehen habe, die das letztlich am Ende Fazit, oh, amazing game, you have must buy, seal of excellence, what, schlag mich tot, ja. Die sagen trotzdem genau die Sachen, die mich auch stören, witzigerweise. Ja, die sagen auch, das Spiel ist eigentlich zu lang und es ist definitiv viel zu lang. Die sagen auch, ah, es ist eigentlich viel zu viel Mechaniken, aber ich wüsste auch nicht, was ich streichen sollte. Tja, sorry, ich weiß auch nicht, aber ich bin nicht der Redakteur. Die Redakteure müssen das, was hier zu viel ist, rausstreichen, weil es ist zu viel. Es ist zu viel und es passt nicht zusammen. Und nur weil Rado sagt, das sind 10 neue Mechaniken drin und jeder wäre im einzelnen Spiel. Ja, stimmt, Rado. Das wäre auch besser gewesen, wenn es einzelne Spiele gewesen wären, weil das zusammengemixt funktioniert halt einfach nicht besonders gut. Jedenfalls nicht für uns. Deswegen, also das wollte ich nochmal sagen. Ja, ich verstehe das, aber das ist halt,
ich kann da auch, muss auch ehrlich sein, wir haben da einfach nicht so viel Spaß mit gehabt. Ja, da musst du viel rein investieren in das Spiel, damit du, also du musst halt Sitzfleisch haben und du musst echt, und das, was komischerweise, das ist mein letzter Punkt, dann darfst du gleich sein, das Letzte, was komischerweise ich nicht so oft gehört habe bei anderen Rezensionen, weiß ich nicht warum, das war bei uns so, ist, das Spiel ist ja semi-kooperativ, wir wollen eigentlich zusammen da die Mauer bauen und uns abwehren, aber wir gewinnen selber. Das Problem ist nur, dass das Spiel mechanisch so funktioniert, dass wenn du nicht kooperativ agierst, belohnt wirst. Du kannst natürlich, wenn du nette Leute hast und sagst, komm, wir machen das zusammen und so, wenn alle am Tisch da mitspielen, ist okay, aber wenn dann ein Spieler da drin sitzt, der gewinnorientiert agiert und optimiert spielt, dann wird der destruktiv spielen und dann wird das Spiel gewinnen und alle hatten einen schlechten Abend. Und das ist natürlich für mich ein mechanischer Fehler im Spiel. Also wenn du semi-kooperativ bist, dann musst du das Spiel auch so designen, dass diese kooperative Verhaltensweise belohnt wird. Ja. Und das hatten wir einfach nicht das Gefühl. Also man kann sein, dass wenn man jetzt noch x-mal spielen würde, dass sich vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es nur in der Hälfte Partien der Fall, das kann natürlich sein. Bei uns hat sich halt gehäuft. Aber das waren die Gründe, weswegen wir leider, muss ich sagen, keinen Spaß mit dem Spiel hatten. Tut uns leid. Ich grätsche jetzt mal dazwischen und muss ganz ehrlich sagen, also auch, nehmt es mir bitte nicht übel, liebe Zuschauer bei Hunter and Friends, aber warum entschuldigst du dich dafür? Weil letztendlich denke ich mir, und ich finde, das ist mein prinzipielles Problem, dass die Leute, wenn du, ich oder auch die Kollegen von Better Board Games oder der Digger oder wer auch immer, wenn wir ein Spiel schlecht finden, was ihr mögt, dass ihr euch persönlich angegriffen fühlt, darum geht es nicht. Wir reden hier immer noch über ein, Entschuldigung, fucking Luxusprodukt, nämlich Brettspiele. Und bei Brettspielen ist es nicht so, wie vielleicht halt, wo wir jetzt auch beim Thema sind, Tag der Brettspielkritik und wie geht man vielleicht journalistisch da dran. Es ist nicht so, als wenn ich jetzt ein Auto oder weiße Ware, also wie eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank teste, wo ich sage, der hat so einen Stromverbrauch, das kann ich de facto messen. Brettspiele sind ein Unterhaltungsprodukt. Unterhaltungsprodukte sind auch von uns immer subjektiv getestet. Das heißt, wir sind halt auch einfach nur irgendwelche Geist, die gerne spielen, die vielleicht viel spielen, dadurch eine andere Expertise haben, aber letztendlich ist es unsere Meinung. Das heißt aber nicht, wenn du oder du und 80% aller anderen Leute sagen, ey, das ist aber ein geiles Spiel, dass es das deshalb aus eurer Sicht der Dinge auch nicht sein darf. Aber wenn ich jetzt sage, mir macht das Spiel keinen Spaß, es hat aus meiner persönlichen Sicht, für meine Spielerfahrung hat es Mängel, dann ist es einfach so. Beste Beispiel, ihr fandet Clash of Cultures scheiße. Ich finde es richtig gut. Aber ich habe gesagt, für bestimmte Leute ist es perfekt. Ich weiß, es gibt Leute da draußen, aber, du, die ich verstehe deine Punkte, aber ich habe meinen Spaß damit. Aber du gehörst zu denen. Was es dir nicht gefallen hat, sage ich doch, ich fühle mich jetzt persönlich angegriffen. Also ich müsste ein großes Problem mit meinem Ego haben, wenn ich mich davon angesprochen fühle oder angegriffen fühle, weil du sagst, Clash of Cultures ist blöd. Ich sage umgekehrt, andere Spiele, die Leute feiern, sind blöd. Ja, so what? Ich kann trotzdem mit euch spielen, aber dann einfach ein anderes Spiel. Ist doch ich glaube, absolut, ich gebe dir auch recht. Ich glaube, das Einzige, was wir so draus gezogen haben, und das ist, glaube ich, richtig, ist, dass wenn wir das nächste Mal so ein Spiel auf rezensieren werden, wo wir wirklich auch unsere Punkte haben, wo wir das, was wir negativ dann auch vielleicht sagen wollen, dass wir keinen Spaß hatten oder was auch immer, dann werden wir uns, nachdem wir unsere Meinung gebildet haben, trotzdem noch mal kurz ein bisschen die Mühe machen, noch ein paar mehr Meinungen zumindest uns anzugucken, im Nachhinein sozusagen. Weil ich glaube, lässt du dich wieder beeinflussen. Nee, das glaube ich nicht unbedingt. Ich du glaube hast eher, gerade noch gesagt, du lässt dich beeinflussen. Danach, nachdem ich mir meine Meinung gebildet habe, verstehst du? Also ja, quasi, ich habe meine Meinung schon gebildet zu dem Spiel, die war negativ. Okay. Und dann werde ich aber trotzdem noch mal gucken, okay, dann schaue ich mir aber vielleicht auch noch mal ein paar Sachen an. Aber nur was ändert das? Was ändert das an deiner ursprünglichen Meinung? Na, das ändert sozusagen, dass ich ein bisschen differenzierter. Ich glaube, was die Leute auch gestört hat, ist, dass wir sozusagen so getan haben, als gäbe es keine Leute, die das gut finden könnten. Ja, so. Und das, bei Clash of Culture zum Beispiel, habe ich das klar gesehen, dass es eben ein Special Interest Ding ist. Für bestimmte Leute funktioniert es. Bei Great Wall haben wir, glaube ich, einfach gesagt, es ist einfach blöd. Aber das ist, wie gesagt, also seid mir nicht, also ich weiß, du sagst nicht, aber ich wollte damit nur nochmal sagen, habt Spaß mit dem Spiel. Ich möchte grundsätzlich, das ist mir schon wichtig, ich möchte niemandem den Spaß verderben, aber ich möchte auch meine ehrliche Meinung sagen, gerade zu den Leuten, die noch überlegen, ob sie ein Spiel zulegen sollen. Und wenn sie mir nicht glauben, dann guckt auf jeden Fall nochmal ein paar andere Videos an und bildet euch eure eigene Meinung. Ich habe die Kickstarter-Version hier, die noch ungespielt ist. Die spiele ich jetzt mal und dann nehme ich die nächste Mal in den Top meines Quartals rein. Ja, genau, macht es. Aber das ist dann die Kickstarter-Version mit den Erweiterungen. So. Wahrscheinlich macht es dann erst so richtig Spaß. So, wahrscheinlich. Ich bin auf die Berlin-Kolle, wir spielen es zusammen. Ja, genau.
So, hast du noch was? Ich habe auch einen Flop und der tut mir echt weh, dass es ein Flop ist. Und auch das könnte sein, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen polarisiert, denn das Grundspiel ist fantastisch und bei mir kein Flop, sondern eins meiner liebsten Spiele. Oh. Das leider nicht. Und das ist Star Trek Missions. Oh. Und das ist die Fantasy Realms Version, oder das ist Fantasy Realms quasi nur mit Star Trek Thema. Okay. So. Und das kommt auch, ich glaube, im Herbst oder im Winter kommt es auch bei Strohmann auf Deutsch raus. Und ich habe mich da mega drauf gefreut, weil ich Star Trek einfach auch sehr, sehr gerne mag. Es hat das Next Generation-Thema mit den ganzen ikonischen Figuren. Ein Glück, wir fliegen mit Jean-Luc. Und es hat so viele Sachen, die mich ärgern. Übrigens, schon mal sehr geil, ich habe mich gefreut, hier ist Locutus von Borg drin, kommt im Spiel kein einziges Mal vor. Vielen Dank, die Borg gibt es hier nur mit einer Karte. So, und was sie halt machen, ist, sie nehmen Fantasy Realms, was in meiner Welt perfekt funktioniert. Das ist ein Spiel, was ich am liebsten immer dabei habe und auspacke und versuche es hier zu verschlimmbessern. Die Ikonografie wurde hier so blöde eingearbeitet, dass man oft 10-mal nachgucken muss. Dann sind die Karten farblich kodiert. Es gibt halt auch wieder, dass man halt eben, die man so bei Fantasy Realms hat, da hat man ja auch verschiedene, man hat Länder, man hat Katastrophen und. Dann hat man hier auch sowas wie Captains und Klingonen und Allianzen. Und das ist aber so unübersichtlich teilweise, wo man sich denkt, warum macht ihr das? Oder auch so Sachen, wo man sagt, bei Fantasy Realms ist das so gut gelöst, dass halt Sachen, die halt relevant sind, als Text fett draufgedruckt sind unten. So, und das hat man hier aber irgendwie total unübersichtlich gemacht. Also man sieht hier mal so eine Karte und wenn man das alles versuchen muss zuzuordnen, dann ist das einfach, wenn man Fantasy Realms kennt und Fantasy Realms lebt davon, dass es trotz seiner vielen, vielen Möglichkeiten so fluffig läuft, ist das hier echt ja so ein Satz mit X, wo man sagt, nein, warum? Vor allen Dingen, man hat dann halt so Captain-Karten. Captain-Karten sind rot. Aber dann hat man halt Klingonen, die normalerweise rot sind, aber die sind dann nicht rot. Und dann sind andere Karten sind rot. Und man hat ja bei Star Trek, gerade wenn man sich mit Star Trek auskennt, weiß man, gewisse Farben sind gewissen Fraktionen zuordnet. Die Föderation hat immer dieses typische Blau, die Klingonen das Rot, die Romulaner dieses Grün. Und das ist ja aber alles so ein Mix. Kapitäne sind plötzlich nur noch rot. Und du denkst immer, aber warte, Klingone und es verliert einfach. Und hier merkt man einfach, dass man hier eine Lizenz hat, die schon von ihrer Ikonografie und ihrer Farbgebung lebt. Und das wurde versucht, hier reinzupacken und das leider nicht auf eine Art und Weise, wie es flüssig läuft. Gerade wenn man eben das Fantasy Realms kennt, das einfach gut läuft. Und man hat bei Fantasy Realms, hat man es ja eigentlich ganz, ganz clever gemacht, dass du sagst, du hast ein Kartendesign und dann hast du halt diese Banner oder was das an der Farbe ist, an der Seite ist, die diese Farben geben. Und das ist super von der Übersicht. Hier hat man diesen Haufen an Karten und man muss immer wieder gucken und denkt sich, nee, Leute, das ist nicht, das läuft nicht flüssig, das flutscht nicht, wie es bei Fantasy Realms läuft. Und deshalb bin ich leider sehr enttäuscht, weil, wie gesagt, ich hätte mich auch in Fantasy Realms mit Star Trek gefreut. Wie gesagt, auch Sachen, wie gesagt, du hast hier in so einem Locutus auch Borg vorne drauf und die Karte kommt kein einziges Mal vor. Und du denkst, ja, super, Leute. Ja, das ist halt eine Todsünde, wenn du ein gutes Franchise lieblos umsetzt. Das muss man einfach sagen. Also ich bin mal gespannt, es soll ja jetzt im Herbst, soll ja auch noch Fantasy Realms mit Marvel Thema kommen. Ich bin gespannt, wie die es da machen. Wenn es so wird wie bei Star Trek Missions, sage ich, ich bleibe bei meinem 0815 Fantasy. Ja, ist doch auch schon super. So, und jetzt kommt mein letzter Flop. Es ist kein so ein dramatischer Flop, aber dadurch, dass es ein großer Name ist und eine große Serie so oft gefühlt, muss man das trotzdem mal erwähnen. Das ist Tabanussi. Oh. Okay. Ja, Baumeister von Ur, Giant Rock und natürlich der große Name hier, Daniele Taschini, ne? Die T-Spiele. Und das ist eben auch so eine Art T-Spiel. Das Problem ist einfach nur, es macht nicht so richtig Spaß. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ja? Hm. Aber es ist ganz, ganz klar das schwächste T-Spiel, was ich hier gespielt habe. Okay. Und ich würde halt einfach sagen, das ist natürlich trotzdem ein Heavy Euro, das dauert lange und so, ja. Und bei dem Spiel fragst du dich halt einfach, warum? Warum soll ich das spielen? Es ist irgendwie anstrengend, es ist nicht besonders hübsch und es ist nicht besonders belohnend. Also, es ist halt einfach,
es hat zu große Fußstapfen, in die es tritt. Das muss man vielleicht einfach sagen, weil du eben mit Teotihuacan, Tavantansuyu, auch Tekenyu, ja, hast du solche Brecher, die so ein, auch so ein Level letztlich einfach vorgeben. Ich würde sagen, das ist ein mittelmäßiges Spiel. Also es ist nicht mal ein schlechtes Spiel, aber das Problem ist halt, wenn du weißt, oh geil, Taschini, ne, das nächste Teespiel, das ist ein Instant-Kauf, das ist ein Blindkauf, da weiß ich schon wieder, ne, also ich wäre da so, ne, also wir haben das natürlich als Exemplar geschickt bekommen, aber sonst hätte ich das blind gekauft, weil ich einfach, das sind, gehören, die gehören zu meinen Lieblings-Euros, ne, dann auch noch diese, diese schönen, ne, wieder ein neues, schönes archäologisches Thema, diesmal sind wir hier in Ur, ja, da so in Babylon, Zweistromland, hatten wir noch nicht, super, geil, ja, so, also du denkst halt, es ist das nächste große Ding, so, ja, und das ist halt, das ist es halt nicht so, ja, und das ist halt, und das, da will ich ja nur darauf aufmerksam machen, dass ihr, also deswegen finde ich, kann man das immer noch sich holen. Also das kann man immer noch spielen, wenn man wirklich sagt, ey, ich spiele aber nur Euros und na, und kann man das spielen? Ich glaube auch, es gibt sicher Leute, die jetzt, sag ich mal, über das, also es ist halt auch sehr schlicht, es ist vor allem auch thematisch sehr schlicht. Wenn man darüber komplett wegsieht und glaubt, sich nur in diese nur in die Mechanik reinstürzt, ja, vielleicht findest du dann noch irgendwo den Punkt, wo du sagst, so schlecht ist es gar nicht so, ne? Aber deswegen kann man das schon spielen, aber man muss es halt einfach nicht spielen, weil es so viel, viel bessere Teespiele gibt. So, ja. Und das ist mein letzter Flop des Quartals. Ja. Und damit sind wir am Ende eines sehr langen Videos, aber wir haben auch ein paar Exkurse erlaubt. Das fand ich aber auch sehr, sehr gut. Ja, absolut. Immer wieder schön. Sehr schön. Das heißt, wir sehen uns sicherlich auch vorher nochmal mit einem Video wieder. Wir sehen uns natürlich auf der BerlinCon. Alle zusammen und wir müssen mal gucken. Wir sehen uns vorher, sehen wir uns auch vielleicht auf der Spieldorf. Genau, auf der Spieldorf sehen wir uns auch, da werden wir auch sein, haben einen kleinen Stand sogar. Und ich wollte noch mal kurz überlegen, jetzt ist, haben wir ja, jetzt ist ja, das nächste Quartal ist ja, ist Juli, August, September. Ja, das wird passen. Gut vor der Spiel. Genau, das ist gut vor der Spiel. Da haben wir, bei uns ist ja nach der BerlinCon immer so ein bisschen Sommerpause. Da kommen dann die BerlinCon-Studio-Videos, so ungefähr 4 Wochen. Da mache ich auch ein bisschen Sommerferien mit meinen Kindern. Aber ja, September, ich denke mal, die nächste Flop-Liste, Top-Liste mit Flops, wird dann wahrscheinlich etliches von der BerlinCon sein und halt einfach die ersten Vorläufer des Ich werde ja zwischendurch auf der GenCon sein. Das erste Mal. Du wirst auf der GenCon sein. Sehr geil. Da kannst du bringst du sicher spannende Sachen mit. Da werden wir wahrscheinlich 5 Titel haben, also, wo wir alle sagen, oh, das haben wir noch nicht. Ja, gerne Brettballett abonnieren, weil ich werde auch durchaus von der GenCon berichten. Ich weiß ja noch 2015, 2016, als ihr auf der GenCon war, wo ich noch gesagt habe, boah, ihr müsst mir das mitbringen. Ihr habt mir Star Trek Ascendancy mitgebracht von der GenCon. Ja, haben wir uns den Platz im Koffer, den haben wir uns aus dem Herzen geschnitten. Ja war super. Ein Traum. Das hat sich gelohnt. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Abonnieren und kommentiert gerne auch zu den kontroversen Themen. Ja, gebt mir gerne nochmal ein Feedback zu Great Wall. Wie gesagt, zumindest habe ich mir die Mühe gemacht, eure Kommentare auch zu lesen und mich damit zu beschäftigen, ja, und auch nochmal Sachen anzugucken. Also, das ist auf jeden Fall klar. Und dürft ihr natürlich gerne eure Meinung weiterhin kundtun. Das interessiert mich ja auch, ja. Und das heißt ja auch nicht, dass wir nicht auch mal Sachen übersehen. Auch Aspekte, ne? Das passiert natürlich auch mal. Manchmal passiert es halt auch, dass man einfach nicht überall die gleichen Sachen sieht. Also, in dem Sinne, vielen Dank und bis dann. Ciao. Tschüss.